Servus, ja, heute geht's weiter an unserem Horix Regina 0 Projekt. Und zwar war ich schon fleißig gewesen und habe die obere und die untere Gabelbrücke poliert. Das blende ich euch hier unten mal zusätzlich ein. Ich habe da wirklich viel Arbeit gemacht, habe das erst ein bisschen geschliffen. Also erstmal sauber gemacht im Ultraschallbad, das wisst ihr ja, da gab es ja auch schon so ein, zwei Videos dazu. Dann ein bisschen geschliffen und da, wo ein bisschen größere Kratzer waren, habe ich das versucht ein bisschen rauszuschleifen. Dann alles poliert. Beim Polieren muss ich immer die Garage aufmachen, weil das staubt unheimlich. Wenn ich das nicht mache, dann ziehen hier so die Staubfelder über die ganzen Mopeds und den ganzen Kram, die ganzen Maschinen hier. Das ist echt total unangenehm. Ja, das hat doch schon ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich als erstes dachte. Ist aber gar nicht schlimm. Ja, so sieht die untere Gabelbrücke jetzt aus. Die ist wirklich echt super schön geworden. Es sind jetzt halt noch so ein paar Fingerabdrücke drauf, aber das mache ich dann alles sauber, wenn ich es montiert habe. Da kommen ja noch welche dazu. Ja, dann habe ich das Rohr hier ein bisschen lackiert. Einfach nur fürs Gewissen, weil es total blank war und ich nicht irgendwelches blanke Material da einbauen will. Also habe ich da ein bisschen mit schwarzem Lack einfach drüber genebelt. Ist wie gesagt nur ein bisschen fürs Gewissen, dass ich weiß, okay, es kann nicht rosten. Ja, das ist dann jetzt hier die obere Gabelbrücke und die sieht auch wirklich richtig schön aus. Die glänzt auch wirklich super. Ja gut, jetzt ein paar Fingerabdrücke drauf, muss mal wieder abwischen zum Schluss. Kommt ja sowieso noch dazu, weil wir ja neue Kugeln oder neue Lagerkugeln hier verwenden wollen, müssen wir noch mit Fett ein bisschen abschmieren. Ja, ansonsten eine Sache habe ich aber noch, und zwar hier sind die zwei Muttern zum Kontern und zum Verschrauben oben von der unteren Gabelbrücke. Ja, jetzt habe ich in dem ganzen Projekt aber keine Unterlegscheibe dazu gefunden oder eine, die annähernd passt. Ja, und ich glaube auch, dass die früher einfach so drauf geschraubt wurden, also einfach so drauf. Da tue ich mir aber total schwer mit, indem ich das hier auf die blanke Stelle da schrauben will. Deswegen machen wir da eine kleine Optimierung. Ich drehe mir dazu noch eine Unterlegscheibe im passenden Maß, die wir einfach nur drunter legen können. Und ja, fürs Gewissen ist ein bisschen besser. Los geht's. So, also ich habe jetzt die Maschine eingerichtet, und zwar hier klemme ich von den Backen hier in die Rillen gerade eine Unterlegscheibe ein und will die jetzt hier mit dem Meißel innen ausdrehen. Ist zwar ein bisschen unkonventionell, ich habe leider keine weichen Backen, wo ich mir die Unterlegscheibe da besser halten kann, aber ich denke hier für das bisschen auszudrehen sollte das überhaupt kein Problem sein. So schaut jetzt der Ring aus, den ich gedreht habe. Geht auch wirklich sauber hier drüber. Alles gut, einwandfrei. So, ja, als nächstes will ich jetzt hier die Kugeln auf die Lagerschalen legen. Ich benutze da hier so ein Hochtemperatur-Lagerfett von OKS. Das ist wirklich super und ich habe damit echt nur gute Erfahrungen gemacht. An der Stelle brauchen wir jetzt nicht unbedingt ein Hochtemperatur-Lagerfett, aber ich finde, dass es ziemlich gute Eigenschaften auch hat, was auch Schutz und natürliche Medienbeständigkeit betrifft, auch gegenüber von Kunststoffen und allem drum und dran. Kann ich wirklich empfehlen, ist ein super Produkt. An der Stelle reicht eigentlich auch ein ganz normales Lagerfett, was es überall eigentlich auch zu kaufen gibt. Aber fürs Gewissen möchte ich hier sowas verwenden. Ja, bei der Regina 0 werden hier Kugeln mit 4,762 mm verbaut. Bei den Nachfolgemodellen sind überall Kugeln mit 6 mm drin. Ja, im Grunde wird jetzt einfach nur hier auf die Lagerschale Fett aufgebracht.
dass die Kugeln da dran haften bleiben, wenn wir es dann montieren. Das wird hier auf der unteren Gabelbrücke gemacht und ich mache das dann hinten am Rahmen, wenn die obere Gabelbrücke dann aufgesteckt wird. Wenn ich das jetzt hier drauf machen würde, hätte ich dann Angst, dass die Kugeln bei der Montage irgendwo in der ganzen Werkstatt rumfliegen. Also ich mache das immer auf die Unterseite, dass ich das einfach nur zusammenstecken muss und dann kann ich sicher sein, okay, die fallen nirgendwo rum. Die Lenkkopflager werden sowieso später mit der Zeit dann sowieso immer mal nachgeschmiert. Kann man mit einer Fettpresse machen. Wenn ihr dazu dasselbe Fett verwenden wollt, dann rate ich euch, das auch zu verwenden, was ihr dann auch in der Fettpresse drin habt. So, ja, der Vorteil ist natürlich, dass jetzt durch das Fett die Kugeln da schön anhaften und in der Regel eigentlich auch nicht überall rumfliegen. Das mache ich jetzt drüben am Rahmen auch und dann können wir schon die Gabelbrücken montieren. Oh, nicht so zaghaft, das geht schon. Ja, ich habe jetzt festgestellt, wenn ich hier die Scheibe unterlege, dass ich hier von den Gewindegängen eigentlich nicht genug habe für die zweite Kontermutter hier oben. Also war eine gute Idee, funktioniert leider aber so nicht. Also fliegt die wieder raus und wir bauen es einfach ganz traditionell zusammen. Schade, dass das mit der Unterlegscheibe da nicht so richtig geklappt hat. Jetzt haben wir es halt ganz normal traditionell zusammengebaut. Ist aber auch nicht schlimm. Vielleicht überlege ich mir da noch ein bisschen was. Ich habe das jetzt hier alles nur handwarm angezogen, weil hier ja später dann solche Sachen wie Verkleidungsrohre kommen ja noch hier unten dran und auch hier die Lampenträger, die werden ja noch hier zwischen reingesetzt. Soweit passt das echt gut, bewegt sich auch einwandfrei, die Anschläge für die Lenkung auch alles in Ordnung. Muss ich wahrscheinlich dann eh noch mal ein bisschen zerlegen, weil hier unten soll eigentlich auch noch ein Filzring rein, damit das Fett, was hier über den Schmiernippel eingedrückt wird, sich dann auch nicht nach außen rausdrückt. Aber so fürs Grobe, mal zusammengesteckt, zusammengeschraubt, einwandfrei. Das Spiel stellen wir dann auch ein, wenn die Federgabel reinkommt. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich echt zufrieden, dass ich da auch die ganzen Teile noch gefunden habe und dass das auch wirklich ziemlich gut passt. Ja, das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.